Herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve, da drüben sitzt der charmante Benny und wir spielen heute die Demo von Brumble the Mountain King. Und let's do it. Neues Spiel. Ja. Ich bin gespannt. Benny, kennst du es? Nee. Sagt mir leider, also gar nichts. Aber du holst ja sowieso mal die Perlen aus irgendwoher. Es soll so ein kleines Folklore-Spiel sein. Okay. Mal schauen. Wer bist du? Mucke gefällt mir schon mal sehr. Erinnert mich so ein bisschen an The Witcher. Und wer bist du? Wir scheinen ziemlich klein zu sein. Sind wir ein kleiner Däumling? Ach, cool. Das ist ja natürlich geil. Schau mal, das ist so ein Troll. Wenn die vom Tageslicht getroffen werden, verwandeln sie sich ja zu Stein. Haben wir Schwein gehabt, würde ich sagen. Und wir haben die Steuerung. Olle was comforted by the morning sun. He had survived the night. But just barely. Okay. Oh. At least he had found the stone again. Kann ich, okay, ich kann ein bisschen hüpfen. Das ist so ein bisschen Jump'n'Run-mäßig. Also Adventure Time, ja? He was on the right path. Guck dir mal die Grafik an, die sieht so geil aus. Springen. Yay! Und, oh, okay, geht's runter. Ah! Oh, ist das nicht schön, Benny? Geht doch mal. Oh Mann. Yay! Yay! Aber es sieht grafisch, sieht das wirklich mega aus. Absolut. Wir wissen leider noch nicht, wann das Fullgame rauskommt. Das ist jetzt die Demo, die ist bei Steam erhältlich. Oh. Das ist ein Zwerg. Ein Zwerg. Nein. Oh, ich meine, so das Herz auf bei der Musik. Er rennt weg. Warum rennt er weg? Oh, guck mal da hinten. Boss. War recht fest da hinten. Oder Julfest. Nicht Julfest. Ja, genau. Mitzumachen. Was ist das denn da hinten? Ist das eine ist ein Biber? Was ist das? Ein Igel? Oh, das ist ein Igel! Oh nein! Ein Igel! Aha. Nein, und da ist der kleine Zwerg drauf! Ich würde gerade sagen, der Zwerg! Nein! Ach Gott! Oh, ich kriege Gänsehaut. Schön. Aber lasst euch nicht täuschen, das soll ein Horrorspiel sein, tatsächlich. Okay. Also sieht noch nicht danach aus. Ach nein, guck mal, wir können hier mit dem Regenwurm steuern. Und der läuft immer den Regenwurm nach. Können wir schwimmen? Können wir? Oder kann er schwimmen? Ja. Ach, guck mal, nein. Er ist unser Boot. Ach ey, komm, ist das nicht geil? Oh Mann. Mit den Fischen da drin, Alter, die Grafik, ich schnall ja echt ab, Alter. Das sieht wirklich echt geil aus, ey. Hammer. Also ich sehe noch nicht, dass das ein Horror-Game ist. Ich sehe es auch noch nicht, aber es soll so sein, so steht's beschrieben. Okay. Zurück mit R. Okay. Dürfen wir überhaupt hier hin? Ich weiß nicht, also ich weiß nicht. Quack, quack. Ein Platsch und weg ist er. Ey, das ist so geil gemacht, ey. Ich weiß, es ist sehr unüblich, dass man sowas aus unseren Mündern bei Horrorspielen hört sonst. Oder in anderen Videos hier auf dem Kanal. Oh, das sieht so schön aus. Das ist so schön. Sonst bist du immer in irgendwelchen versifften Buchten irgendwie. Und hier ist ja wirklich schön, auch der Igel. Ich finde ihn schön. Warte mal, zurück? Ach, er steigt ab bei zurück. Okay. Oh nein, der Zwerg haut ab. Was ist mit dem Zwerg? Hinterher? Also gibt er uns die Richtung vor? Vielleicht. Ich würde mal hinterher flitzen. Da ist er. Hallo. Hallo. Ach, guck mal, wie er uns winkt. Genau. Er winkt uns, Baby. Oh, überall schön, der Löwenzahn. Ach, ey, toll, ey. Pusteblumen? Nein, das sind ja keine Pusteblumen, das sind kleine.
weiß ich nicht. Ranunkel. Nunkeln. Ich weiß nicht, wie die kleinen rauchen. Okay, das ist ja. Ich dachte, das wäre nur ein Stein. Ja, ist. Ich. Ja. Ich. Hallo? Hallo? Okay. Ja, er schläft. Er schläft. Kann ich irgendwie. Kann ich hier hoch? Nee, nicht. Kann ich die fangen? Soll ich die fangen? Ja. Kannst du was greifen? Nee, ne, oder? Ich weiß nicht wie. Komm her. Jetzt hab ich dich. Oder auch nicht. Oh, oh. Oh, der Steinmann ist Allergiker. Ja. Wollen wir? Ach komm, wir wollen. Los. Ich hab ein bisschen Angst, dass er uns zerquetscht. Oder frisst. Ach nee, er lässt uns hier hoch. Ah. Danke, Steinmann! So, wie schön. Ach, da ist ja der. Was ist los? Nein, er ist traurig, Benny. Ich dachte, er macht ein Nickerchen. Was ist los, kleiner Zwergmann? Ach, Papa Zwergmann ist da oben. Aha. Ach Gott. Oh nein. Ja, es ist ein schreckliches Horrorspiel. Schreckliches Horrorspiel. Ich glaube, wir müssen ihn hochbringen. Kann ich hochklettern? Nee. Wahrscheinlich. Kann ich jetzt hier rum? Ja. Ach Gott, guck mal. Was haben die denn auf dem Kopf? Das so, naja, so ein bisschen so wie in dieser Mythologie oder in irgendwelchen, die kennt man bestimmt so von diversen Märchen irgendwie. So der lebende Wald. Dass dann plötzlich halt irgendwie, wie in dem Falle jetzt irgendwelche Blüten oder Pflanzen halt doch irgendwelche Lebewesen eigentlich sind. Was ist das? Aufheben. Heben auf? Was war das? War das gerade dieses das Steinmännchen, was uns darüber geholfen hat? Was war das? Aber in klein, oder wie? Als Figur. Left Control. Okay. Ah, guck mal, wir können crouchen. Crouchen. Crouchen wir mal hier durch. Durch die Wurzel. Ist ja geil. Hast du die Mütze gesehen? Die Mütze eingezogen. Ach, wie schön. Das gefällt mir. So, hier ist der Rest von der Sauwanne. Okay. Wahrscheinlich müssen wir hier rüber. Oh, balancieren. Wer sind wir? Haben wir einen Namen? Was haben wir überhaupt für fesche Schuhe an und so eine schöne Strumpfhose? Und alle hepp. Und platsch. Ah. Und ab zu Fati. Ja. Na, Mütze gerade richten. Tschüss, kleiner Mann. Ach, ich finde ja so eine Mützen total schön. Was ist jetzt los? Kleine Tänzchen hier. Ja, hab jetzt auch keine Steuerung mehr. Oh, Abgrund. Abgrund. Abgrund! Okay. Cool. Haben wir. Wo? Wie? Wo willst du denn hin? Ich konnte nirgendwo hin. Ich konnte nur reagieren. Oh, okay. Okay. Jetzt sind wir im Baum oder wo? Oder was? Sind wir in der Höhle? Oh Gott, okay. Und plötzlich wird's sofort gruselig. Oh, wir bleiben zusammen. Ah! Okay. Probieren wir hier? Okay, wir sind hier in irgendeiner Mine oder irgendwas. Oh Gott. Käfig? Soll ich daran springen? Kannst du, nee, ist jetzt die Frage, kannst du dich an dem, weiß ich nicht, was ist das, Moos, festhalten? Okay, denn so. Oh, jetzt beherzter Doppelsprung. Ah! Nein! Okay. Aber ich glaube, wir müssen uns am Moos festhalten.
können wir denn das direkt auf zum, also na, wahrscheinlich zu weit, ne? Der Sprung, wenn du direkt auf zum Moos hingehst? Nee, also ich würde auf jeden Fall nicht von der Plattform rübergesprungen kommen. Warte mal, muss ich ein bisschen höher, vielleicht ein bisschen höher. Ah, Gott, okay. Alles klar. Funzel an. Er hat nämlich ein bisschen an Dark Souls gerade, so die Optik. Ich geh mal lieber nicht nach oben. Also, nicht auf das Brett da vor. Ah, guck mal hier. Was ist denn da drin? Was war denn da drin? Was haben die jetzt gerade dem Abgrund überlassen? Irgendwas Böses. Bitte? Ah, krass. Oh, das war aber auch knapp. Ja. Eieiei. Leg doch nicht mal das Licht weg. Na, ich weiß nicht, ob er tatsächlich das Licht aus der Hand legen muss, um irgendwas zu greifen. Ha! Okay, Point of No Return. Balancieren. Balancen. So, ich möchte aus der Höhle raus, Benny. Das ist mir ganz schön gruselig hier. Raus hier! So, zack. Und wenn er hochklettert, nimmt er automatisch... Oh, krass. Siehst du die Fledermäuse hier oben? Nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt. Lecker. Und was knurrt denn hier so? Mann, das Spiel war gerade noch so schön. Okay. Fahrstuhl? Okay. Oh. Es schwankt, Alter. Oh Gott. Wo müssen wir denn hin? Schau mal hier. Da. Ach so. Hä? Würde ich mal sagen, da hatten wir ein bisschen Glück. Wo ist hier was? Da ist was. Ah! Oh Gott, Benny. Oh nein! Aber machst du gut? Also. Ah! Ich bin so überhaupt kein Jump'n'Run-Typ, kein Plattformer. Da! Ah! Ah! So, Gott sei Dank leuchten unsere Haare. Alter, wie sieht der nicht? Wo sind wir denn hier? Was ist denn das hier? So, da müssen wir ran. Ach du Scheiße. Okay, mal, da hängt sogar noch einer drinne. In der Mitte. Oha. Wir müssen uns beeilen. Nein. Oh Gott. Ah, wir müssen schneller sein. Hast du gesehen? Weil der Käfig senkt sich. Was für eine Kacke. So, der nochmal. Oh Gott. Ist ein bisschen beängstigend. Oh, schnell rum. Hoppidi hopp. Er macht's nicht! Benni, er macht's nicht! Gott! Er hat sich nicht umgedreht! Ah, ist aber knifflig! Also müssen wir dann auch wirklich daran, weil der sah gerade so aus, der Typ, als ob der aggressiv ist, wenn du dich da. Naja, ich sehe keinen anderen Weg. Das ist das Problem. Schon zu langsam. Er macht's nicht. Er will nicht. Er dreht sich nicht um. Das ist das Problem. Ach, das ist aber jetzt. Aber jetzt wird's was. Pass auf. Jetzt schaff ich's. Okay. Ich hab's im Gefühl. Yeah. Ich mach's jetzt. I do it. Now. Ich glaub, genau. I do it. Nein. Scheiße. So viel zu. Ich mach das. Aber jetzt. Und? Okay.
Er flippt ein bisschen, er flippt ein bisschen. Ist okay, du, ist dein Käfig. Ich bin schon weg, alle Dudes. Alle Dudes, siehst du. Hambart. Du meine Güte. Meinst aber, ich kann nicht hier. So, ich möchte aus der Höhle raus. Das war oben so schön. Wo sind meine Zwergenfreunde? Wo ist mein Igel? Ey, wir gehen auch immer tiefer, anstelle, dass wir irgendwann mal rauskommen. Oh, warte mal, hier jetzt. Was ist das? Was ist das? Höhlenmalerei. Was ist das? Ein Teufel? Was hat der da? Eine Violine? Was ist das? Sieht ein bisschen aus, wa? Und da drunter sind was Menschen oder was? Der Teufel mit der unheiligen Musik, dem Heavy Metal. Oh, da noch was. Okay. So, der Teufel hatte anscheinend massivsten Fuß hoch und alles starb. Käsemauken hat er. Käsemauken, ordentliche Käsemauken. So, move wir mal weiter. Wahrscheinlich wird uns jetzt hier so ein bisschen... Okay. Was ist das? Hat er so unter die Erde gebracht? Ist das unter die Erde? Oder ich bin auch gerade aber überlegen, ob er das unter die Erde ist oder ob er sie gefressen hat und einfach nur einen dicken Bauch jetzt auf einmal hat. Kann auch sein. Mach. Mach. Ah, Gras. Sonnenlicht. Gras. Wir sind frei. Benni, wir sind frei. Na, ich würde mich auch nicht zu... Doch, okay. Oh nein, die Mucke setzt wieder ein. Was ist denn das? Das ist die Teufelsmusik. Benni, die Teufelsmusik. Setz dich. Und wir verlieren komplett die Kontrolle darüber. Über uns. Hui. Okay, ist der lustige Geiger. Oh, okay. Alter. Alter, was ist denn mit... Was ist denn mit ihr? Oh ist Gott. Also, weiß ich nicht, Ähnlichkeiten mit The Ring oder so? Absolut. Oh Gott. Oh, in den Matsch. Oh Gott. Aber ey, die Grafik sieht unheimlich geil aus. Hey, na, ihr kleinen Pflanzenmenschen. Warum ist da eine Hand und... Achso, ist wieder so ein... Ah, jetzt. Genau, Troll? Jetzt. Ein Troll, der es nicht geschafft hat. Und zu Stein wurde. Na? Tschüssikowski. Tatsächlich dauert es gar nicht mehr so lange, bis das Fullgame rauskommt. Also wenn es... Ja. Sauer, schön abgeschmiert hier. So, zacki und zacki. Okay. Weiter geht's. Schnupp. Und Typ für die Höhe. Oh! 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 Hau ab! Hau ab! Du! Ja, und das! Geh weg! Oh Gott! Oh Gott! Das ist ein Typ! Alter! Ah! Nein! Scheiße, er ist nicht gesprungen. So ein Mist. So, dann mach mal den Ding da. Ich komm ab. Tschüss. Ciao. Ciao. Tatsächlich ist es mit Maus und Tastatur so ein bisschen blöde, immer quer zu springen. Da. Da. Ha. Ha. Huh. Nein. Ja. Nein. Ja. Oh, jetzt machen wir es aber knapp hier. Oh Gott. Uiuiuiui, das war knapp, das war knapp. Oh nein. Lass mich. Lass, lauf, lauf. Lauf, kleiner Däumling, lauf. Na, oh Gott. Was wird. Also. Oh, das ist eine fiese Szene. Das ist eine fiese. Nein, kletter noch da hoch. Lauf. Oh, ja, und jetzt wird's zum Horrorspiel hier, Freunde. Jetzt wird's zum Horrorspiel. Boah. Werden wir immer noch verfolgt, oder? Ah, die Mucke hört auf. Oh, er sitzt da hinten. Er sitzt da hinten. Okay. Oh, krass. Das erinnert mich so ein bisschen an... War das Inside? Oder wo ich auch so einen ähnlichen Part hatte? So ein bisschen, wa? Yeah! So! Oh. Also wir müssen auf jeden Fall immer den Schallwellen ausweichen. Okay, der war nicht schlecht. Huh. Lauf. So. Mann. Oh, jetzt ist aber eine lange Durchstrecke hier.
Na, dann musst du... Was? Ich würde sagen, ordentlich rüberspringen, aber... Felsen? Okay, gut, dann müssen wir anscheinend den Felsen... Bleibt der da? Bleibt der da? Nee. Ah, da kommt der nächste. Okay. So, warte mal, dann warten wir die Schockwelle ab. Jetzt rennen wir los. Abwarten. Abwarten. Oh, ja, lauf, ja. Lauf, lauf. Aber sehr gut gemacht. Wir stehen ein bisschen hoch. Ja. Oh, Schwein gehabt. Jetzt ist gerade. Okay. Das sind jetzt hier eine Menge Felsen, die jetzt hier plötzlich hin und her fliegen. So. Jetzt ist Timing gefragt. Ja. Hei, hei, hei. Der war knapp, Alter. Der war richtig knapp. Na, okay. Das ist jetzt hier meine Chance. Get it? So. Oh, So, haben wir das? Oh, ducken. Oh, okay. Ach du, Vater. Jetzt muss ich mich verstecken. Ich muss im hohen Gras bleiben. Oh, sneaky. Und diese Seiten hier zupfen, das ist so fies, der Sound. Oh, hallo? 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 Ist das der richtige Weg? Okay. Das ist der richtige Weg. Jetzt sieht's so aus. So. Okay, wir sind wieder in der Höhle. Ich wollte doch nicht wieder in die Höhle. Ach Gott. Ja, aber das ist immer ein bisschen geschützter vor The Ring. Mädel. Das wissen wir doch nicht. Ich gehe davon aus. Was ist das? Das? In his past life, Necken was a simple man that loved playing his violin. Necken? But the village did not appreciate his talent. Okay. People would frequently bully him. And the only soul that did not was a girl that Necken fell in love with. One day the bullying and beatings became so severe that Necken's anger finally overtook him. He marched into the village, playing forbidden melodies that made everyone dance until their flesh and bone got worn down. They eventually died, leaving behind shuffling corpses, still trying to dance to Necken's melodies. Das ist mal hart. His love was not spared death either. Devastated, Necken left the town and lived by the lake, drowning in his sorrow. Where he still lures people with his deadly music. Alles klar. Alles klar. Der kleine, nette Geiger, für ihn lief's nicht so gut. Ach, krass. Ist dir das aufgefallen gerade? Was denn? Wenn du das anguckst, so... Er hält noch dem Kleen die Ohren zu. Hallo, ich dachte, er hält einen Stein. Oh, ist das makaber. Hat aber so ein bisschen was von dem Märchen, oder Märchengeschichte von... Wie hieß denn das? Der mit der Flöte und den Ratten? Der Rattenfänger von Hameln. Ja. Ja, er hat tatsächlich Parallelen, möchte ich meinen. Der kleine Necken. So, okay. Ich frage mich tatsächlich, ist das jetzt hier irgendwie slawisch oder was ist das hier irgendwie? Wo ist das angesiedelt? Oh, vielleicht mache ich mal Licht an, bevor ich hier in irgendwelchen Abgründe stürze. Ah, Schienbein. Kleines, wundes, weißes Schienbein. Na, Moos? Ah, wir sind wieder draußen. Yep. Also ich muss mal sagen, wenn wir in den Pool gehen, dann bist du... Ah! Oh Gott! Denn auf jeden Fall mit dem Pad. Also mit Tastatur ist das nicht so geschickt, muss ich sagen. Okay. Da! Eine. Ah!
Eine wilde, lustige Wildwasser-Rafting-Tour hier. Okay, okay, okay. Oh Gott. Ist schon ruppig, ist schon ruppig, ist schon ruppig, kann man nicht anders sagen. Ha! Wo treibt es uns jetzt hin? Einfach raus, oder? Ist das jetzt irgendwie, was, geht es aufs Meer? Okay, wir sind am Arsch. Necken hat uns... Hätte ich jetzt schneller entkommen können? Hätte ich schneller... End of Demo. Okay. Oh. Thanks for playing, ey. Was geil, Alter. Ich bin angezeckt. Ich bin richtig angezeckt, Benny. Ja, ich bin gespannt, was denn beim Full Game rauskommt. Krass. Also. Okay. Das war geil. Das war geil. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr das Full Game bei uns auf dem Kanal sehen wollt, lasst es unter den Kommentaren wissen. Ansonsten, falls ihr noch nicht habt, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.